Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu diesem Review. Heute geht's hier um diese KZ-Yi oder Z-Ki, wie auch immer man das ausspricht. Also hier vorne ist irgendwie ein Z im Logo und dann KZYEE. KZ-Yi vielleicht, eventuell. Und auf jeden Fall, genau, KZYEE. Und wir haben hier eine Inspektionskamera, ja. Also quasi. Ja, also hier steht es jedenfalls außen als Inspektionskamera dran. Es ist aber halt ein Endoskop, ja. Und zwar ein Full-HD-Endoskop. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Ich habe es jetzt hier auch schon mal so weit aufgemacht. Ihr seht, wir haben hier eine Beschreibung schon mal mit dabei. Ja, hier kann man so ein paar Bilder sehen, was man hier dann quasi sehen könnte. Wir haben hier eine App natürlich für Android und für iOS mit dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Das hier ist das Gerät soweit. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hiermit dann so alles machen können. Also, ja, Beschreibung, USB-Kabel. USB-Kabel ist wahrscheinlich, um das Ganze hier mit Strom zu versorgen. Können wir ja ganz kurz mal gucken. Haben wir hier schon mal irgendwie Saft oder so? Mit Akku? Nee. Müssen wir schon das USB-Versorgungskabel hier reinstöpseln. Machen wir aber erstmal hier die zwei Sachen hier schon mal so auf, damit wir das hier mal ein bisschen gelockert bekommen schon mal soweit. Ich hätte mir jetzt natürlich noch gewünscht, oder was ich cool gefunden hätte, wenn man jetzt hier direkt eine SD-Karte hätte reinstecken können, beziehungsweise eine Micro-SD. Aber ich glaube, wir können hier direkt auch auf dem Handy in der App wahrscheinlich aufnehmen. Von daher ist das alles halb so wild. Stöpseln wir das hier einfach mal dort rein. Und jetzt brauche ich natürlich irgendwo her USB-Strom. Gucken wir mal. Habe ich hier dran vielleicht USB-Strom? Natürlich nicht. Vorbereitung ist alles, wir machen das einfach anders und zwar nehme ich hier nicht das Originalkabel, was hier dabei liegt, weil das wäre mir persönlich jetzt hier für meine Anwendungszwecke etwas zu kurz, also beziehungsweise hier für die Testzwecke. Im Normalfall kriegt man eigentlich ja irgendwie so eine USB-Powerbank oder sonst was könnte man hier wahrscheinlich auch verwenden. Ich mache es jetzt aber hier an meinen Computer dran und der ist halt eben da hinten. Dementsprechend, ja, hier ein entsprechend längeres Kabel. So, stöpseln wir das da mal rein. Und jetzt müsste das Ding jetzt hier auch schon soweit Saft bekommen. Ja, da leuchtet auch schon was hier on, off. Aha, jetzt kann man hier, ihr seht, on, off, on, off. Also da leuchtet auch schon was, das ist schon mal interessant. Und das kann man hier auch schon mal so ein bisschen biegen. Und das ist schon mal interessant. Jetzt nehmen wir uns einfach mal hier das interessante Sportscar, was ich hier von Kada zusammengebaut habe. Das Review könnt ihr euch übrigens auch noch angucken, ist ein ist ein ferngesteuertes Auto. Unter 25 Euro kann man sich mal gönnen, habe ich hier noch eine kleine Actioncam draufgepackt. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, appmäßig. Ich nehme jetzt hier das Xiaomi Mi 8 in dem Fall als Android-Gerät und gucken wir mal, ob es hier eine App gibt, was es hier für eine App gibt, ob hier irgendwie QR-Code eingescannt werden muss oder ob wir hier beschrieben bekommen, welche App wir brauchen. Ich habe jetzt hier einfach mal den App Store, beziehungsweise komm, wir starten erstmal die Bildschirmaufnahme. So, Bildschirmaufnahme gestartet und dann gehen wir hier einfach mal in den App Store rein und dann müssen wir gucken, nach welcher App suchen wir denn jetzt hier eigentlich? How to use HD Wi-Fi App. Okay, HD Wi-Fi. Ja, das sieht doch hier richtig aus. HD Wi-Fi App. Okay, installieren. Na? Okay, zack, einmal installiert. Scannen. Muss ich wahrscheinlich jetzt hier irgendwas machen? Tun, drücken. Wir müssen uns jetzt mit dem Smartphone, nämlich mit dem WLAN von dem Gerät da verbinden. Und zwar nicht Studio, sondern, wie heißt das hier in dem Fall? Wahrscheinlich Yetion, schätze ich jetzt einfach mal. Verbinden wir uns damit. Yetion. Und was soll das Passwort sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, verbinden. Genau, verbunden, kein Internet. Okay, so, dann gehen wir hier einmal zurück in diese HD Wi-Fi App. Und oh, jetzt können wir hier auch schon durchgucken. Nee. Nee, wie geil. So. Das ist ja jetzt schon mal richtig nice. Das gefällt mir schon mal. Jetzt könnten wir jetzt hier rein theoretisch mal so ins Innere von diesem Auto gucken. Machen wir jetzt hier mal auch vielleicht das Licht ein bisschen mal an. Gucken, dass ich es nicht zu hell mache.
Die Kamera funktioniert aber soweit eigentlich schon ganz gut. Ist jetzt halt nur die Frage, was ist zu viel Licht, was ist zu wenig? Nee, ja, das ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, so ist ganz gut. Können wir hier in das Innere dieses Autos oder können auch mal hier so unten in das Auto rein. Kann man hier mal so ein bisschen sich die Feder genau angucken und so. Das sind, ich meine, diese Einblicke, die hat man ja sonst so normalerweise gar nicht. Jetzt könnten wir auch von hier hinten unter die Motorhaube hier mal gucken. Ja, oder hier mal einfach hier vorne über die Motorhaube hier einfach mal so zwischen rein. Dann kann man hier zwischendurch auf das andere Rad gucken. Wenn ich jetzt hier das Auto noch vor und zurück fahre, hat man hier so auf jeden Fall einen interessanten Ausblick. Also das sieht man so, glaube ich, nicht so oft. Und jetzt würde ich auch gerne nochmal hier, ich würde nur gucken, wie haben wir die Kamera gerade? Nee, das ist einmal komplett auf dem Kopf. Ich glaube so. Genau, so ist die Kamera gerade. So, und jetzt gehen wir hier mal einfach hier zwischendurch komplett auf die andere Seite. Huch. Müssen wir ein bisschen gerade machen. So, jetzt gehen wir einmal hier zwischendurch. Und die Kamera schon wieder gedreht. Aber das passiert hier relativ schnell wohl. Also, jetzt sind wir gerade. Jetzt gehen wir hier einfach mal hier zwischendurch komplett auf die andere Seite. Hier. Komplett durch. Na? Müsste doch eigentlich da dran vorbeigehen können. Komm schon. Woran hakt's? Aha. So. Jetzt sind wir einmal komplett durch das Auto durch. So, und jetzt könnten wir theoretisch hier, können wir auf Videoaufnahme starten. So. Und nichts ahnend fährt die Kamera einfach jetzt. Scheiße, ich hänge fest. So, nichts ahnend fährt die Kamera jetzt einfach hier zurück. Und man ist einmal komplett da durchgefahren. Ach ja. Nee, aber so, wenn das jetzt natürlich so hakt, ist das natürlich jetzt nicht hoch. Ist das jetzt natürlich nicht so im Sinne des Erfinders, schätze ich mal. Aber generell kann man es echt sehr gut dazu nutzen, um halt irgendwo reinzugucken, wo man sonst so nicht reingucken könnte. Und man hat ja auch wirklich, wenn man jetzt hier sieht, man hat hier echt genug Kabel auch mit dabei, um hier. Ne, einiges zu machen. Jetzt wäre halt nochmal interessant, was könnte man, wo könnten wir denn noch reingucken? Hier, wir gucken mal in meinen Kamerabeutel rein hier. Da ist jetzt so irgendwas drin. Ich glaube nicht sonderlich viel. Aber auch hier könnten wir jetzt dann damit reingucken. Ich kann jetzt einfach mal hier von der Seite. Zack. So, jetzt kann ich hier einfach mal reingehen. Beziehungsweise ich kann jetzt hier auch nochmal das ein bisschen knicken vielleicht. Dann können wir gucken. Was haben wir da? Oh, Duracell. Könnte noch ein bisschen heller machen vielleicht. Na? Das war jetzt dunkler. Zack, heller gemacht. Ja, so viel sieht man da natürlich nicht. So hier oben kann man quasi den Wi-Fi-Namen kann man einfach ändern und das Passwort kann man hier auch ändern. Genau, und jetzt kann ich hier einfach nochmal zurückgehen, dann sehe ich jetzt wieder mich. Ja, ist jetzt wohl auch in 1080p. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt keinen großen Qualitätsunterschied erkennen zu dem vorher. Wir machen nochmal ganz kurz eine kleine Aufnahme. Und dann will ich mal gucken, was wir jetzt hier mit dieser Videoaufnahme. Ja, wobei. Also ich habe es jetzt gerade mal getestet, ich habe es aber rausgeschnitten. Ich habe euch jetzt. Also ich habe gerade mal mein Zäpfchen damit angeguckt. Das funktioniert erstaunlich gut. Das wollte ich euch jetzt aber echt mal ersparen, weil das sieht eklig aus.
Aber das funktioniert. Also, warte mal. Wir zeigen stattdessen zeige ich mal hier so das Innere meiner Hand. Stellt euch vor, so. Das kann ich jetzt hier schon mal so auch ausleuchten. Zack. Und dann komme ich auf der anderen Seite wieder raus. Nee, aber es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Qualitativ für so ein Endoskop, für so eine kleine Mikrokamera ist es echt mega, mega gut. Und wie gesagt, ihr könnt ja hier wirklich auch überall einfach hier, zack, einfach mal ins Innere von diesem Auto, zack, können wir nach unten bis zu dem anderen Reifen zum Beispiel gucken. Ne? Also hier, zack, das kann man sonst so gar nicht einfach so machen. Ne? Zack, sieht man das ganze Auto. Also ich finde das schon ziemlich, ziemlich cool. Und ja, ist auf jeden Fall gut, sowas mal zu haben. Beenden wir mal hier die Aufnahme und machen das Ganze hier auf jeden Fall. Hier können wir noch einen direkten Knopf, da könnte ich jetzt auch ein einzelnes Foto dann mitmachen wahrscheinlich hier. Zack. Und hier können wir das Ganze dann wieder dann von der Helligkeit runternehmen. Und dann mache ich das Ganze hier auch schon mal wieder aus. Und ich muss sagen, also an und für sich gefällt mir das Ding echt so als kleines Werkzeug sehr, sehr, sehr gut. Also wer von euch ein Endoskop, ein Videoendoskop braucht, womit man auch ein paar Aufnahmen machen kann. Ja, hier steht zwar jetzt Full HD mit dabei, glauben wir das jetzt einfach mal. Es war schon echt gute Qualität, also für so eine kleine Kamera gute Qualität. Und ich denke mal auf jeden Fall ausreichend für die Zwecke, wofür man das so einsetzen kann. Ne? Also quasi einfach mal, um irgendwo in irgendwelchen kleinen Nischen nochmal genau reinzugucken. Oder wenn man zum Beispiel irgendwie beim Kabel verlegen zum Beispiel. Also mir fällt jetzt zum Beispiel gerade ein, wir haben jetzt letztens von meiner Leinwand, ich habe ja quasi oben an der Decke im Wohnzimmer, habe ich mir so eine motorisierte Leinwand hingehangen und da habe ich jetzt das Kabel oben in die Decke reingemacht. Ich habe eine tiefer gehangene Decke mit so Dämmmaterial noch drin und da hätte mir sowas hier echt mega gut weitergeholfen, weil wir haben quasi hier ein Loch gemacht, wo wir das Kabel dann einmal abgeschnitten haben von der Steuerung, oben so rein und dann haben wir quasi hinten in der Wand auch ein kleines Loch gemacht, sodass wir so quasi in die Decke reingreifen konnten, um das Kabel zu finden. Hätte ich da so eine Kamera hier gehabt, hätte ich quasi einmal mit der Kamera quasi so da reingehen können und hätte quasi dann auf der anderen Seite mit so einem Stück Draht das so quasi genau gucken können, dann hätte ich das mir irgendwie so einhaken können und zack, hätte ich es mir durchziehen können. Das wäre hiermit wesentlich, wesentlich besser gegangen, aber hatte ich jetzt da noch nicht. In Zukunft habe ich so ein Ding hier immer da. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und ja, wenn ihr auch Bock darauf habt, euch hier so ein Kameraendoskop zu holen, so rum. Dann schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung. Ich habe euch das zu Deal Heroes verlinkt, weil auf Deal Heroes können wir quasi immer gucken, dass wir den besten Preis hier von diesem Produkt immer dann natürlich im Auge behalten. Solltet ihr irgendwo einen günstigeren Preis finden, dann lasst es mich natürlich über das Kontaktformular von Deal Heroes wissen, damit jeder etwas in der Community von diesem besseren Preis dann auch hat. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Review hier zu dem Endoskop gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt unten in die Kommentare und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gibt mir mega Support, würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.